Für Mitte Juni beachtlich kühl dieser Morgen. Zum Wandern perfekt und ich mache heute diesen Premium-Wanderweg hier in Oberhammersbach. Hier kommt man sogar super mit Zug hin. Und hier sieht man auch gleich, warum der so heißt. Hier kann man sich eine Vespa, Wurst und Schinken mitnehmen und dann oben, wenn man eine schöne Stelle findet, genießen. Und schon ist man oben im Wald. Kühle, frische Luft hier, herrlich. Und wenn es so kühl ist, braucht man auch kaum Wasser mit sich rumschleppen. Ich habe heute nur ultraleichtes Gepäck. Beim Start gibt es auch eine kostenlose Toilette. Spätestens da kann man auffüllen. Um die Wegführung muss man sich auch überhaupt keine Gedanken machen. Ist wie üblich perfekt ausgeschildert. Ich habe das Handy trotzdem immer in der Hosentasche, falls ich mal was nachschauen will. Und ich trage immer so Kurzfingerhandschuhe beim Wandern. Ich kriege immer so klebrige Hände und das ist die perfekte Option in dem Fall. Dann sind die Finger noch frei, man kann das Handy bedienen. Die Hände sind geschützt und werden nicht so klebrig. Hier kann man Leitergolf spielen. Das ist auch typisch für die Genießerpfade. Es gibt alle paar Meter irgendein Highlight. Und die sind gerade für Kinder da perfekt geeignet. Die brauchen einfach Struktur und Abwechslung. Die wollen nicht nur laufen, laufen, laufen. Und so können die einfach schon vorrennen. Und bei jeder Station haben sie Action. Hier blüht der Holunder ganz frisch noch. So ein wunderbar süßlicher Duft. Und solche Genießerpfade mache ich immer gern unter der Woche am Vormittag. Ich habe bis jetzt keine Menschen getroffen, weil wenn man in so einer Karawane vor einem, hinter einem Gruppen, die sehr laut sprechen zum Teil, ich kann das einfach nicht genießen dann. Und man fühlt sich immer so gehetzt, überhole ich jetzt den Vordermann oder lasse ich mich überholen. Ein Naturlexikon. Hier kann man alles über Weihnachtsbaumkulturen nachlesen. Hier am Hang stehen Kirschbäume und es gibt so Holzplattformen, da kann man Yoga machen oder einfach relaxen. Bei dem Panorama wirklich ein Traum. Es gibt nichts, was es nicht gibt im Schwarzwald. Mit verstellbarer Beinauflage, Vorhänge und vor allem fantastischem Panorama. Mit Klappbank, Klapptisch. Das ist gelebte Liebe zur Heimat und zum Holzhandwerk.
Wer hier bei der Kreuzsattelhütte ankommt, kann sich glücklich schätzen. Hier gibt es alles, was man sich vorstellen kann. Bänke, Tische, Liegen, Grillstelle, Spielplatz, Wasser und sogar einen Übernachtungsraum. Hier verläuft auch der legendäre Westweg. Ich mache jetzt hier in aller Ruhe Mittagspause und Siesta. Ich glaube, einen besseren Ort kann man sich kaum vorstellen. Kühe mitten im Schwarzwald, die sind neugierig und friedlich. Ich mag Kühe total und die können sich hier auch an den Bäumen reiben, das lieben die auch. Moos mögen sie nicht, dafür hinten ist die Wiese, da sind sie gut bedient dann. Sofort zu Mama. Der Harkhof hier, auch direkt am Westweg, ein kleines Paradies. Jetzt geht's einen steilen Trail runter zurück ins Hammersbachtal. Und da hinten sieht man nochmal die Weihnachtsbaumkultur, wo ich am Start war. Insgesamt ist der Weg so 15 Kilometer mit 500 Höhenmetern. Man kann also locker mal einen Tag einplanen. Das letzte Stück geht flach an der Bahn entlang. Noch 1 Kilometer zum Startpunkt Oberhammersbach. Hier unten wird es jetzt auch schön warm, so wie es im Sommer sein soll. Ja, war eine fantastische Wanderung wieder. Unbedingt nachmachen. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.